Das ist Patrick Eichen und Lattentreffer 1:0. Auf Holzweiler, Holzweiler! Wo packt er den denn aus? Und jetzt die Lüneburg am Ball, der Torwart ist so weit raus, der chippt ihn rein! Oh, 1:0 Schalke! Ist das vielleicht das Tor zur Meisterschaft? Da macht er den Haken, bringt ihn rein und das ist die Antwort. Hacke Spitze, 1, 2, 3, Fischer. Ganz lang wird der und er ist drin. Was für ein Tor. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Regionalliga Nord zum 22. Spieltag und der Partie des FC St. Pauli 2 gegen Werder Bremen 2. In wenigen Minuten geht es jetzt auch gleich schon los aus dem Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt. Ja, zu dieser englischen Woche quasi in der Regionalliga Nord und für Werder gleichzeitig auch der Rückrundenauftakt. Regionalliga live bei Sport Total. Präsentiert von bwin. So, die Mannschaften sind bereit. Es kann jetzt auch jeden Moment losgehen. Hier zwischen St. Pauli 2 und Werder 2. Werder stößt an von rechts nach links in den grünen Trikots und wir sind drin. Die Aufstellung der Mannschaften schauen wir uns jetzt gleich in wenigen Minuten an, wie Trainer Konrad Fünfstück hier zum Beispiel den SV Werder Bremen, die jetzt gerade am Ball sind, auf den Platz schickt. Jetzt aber gerade erstmal St. Pauli am Ball und in der Vorwärtsbewegung. Das ist Luis Lord, Torhüter von Werder. Ja, es sind ja ziemlich unterschiedliche Vorzeichen hier bei beiden Mannschaften. Werder
hat ja noch weniger Spiele bisher auf dem Konto, 3 Stück, nämlich kann deswegen noch nach oben aufschließen. St. Pauli steht aber richtig tief unten drin. Die haben kaum noch Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze aktuell, deswegen natürlich auch sehr viel Druck hier heute in diesem Spiel. Und wir sind gespannt, ob dann endlich es hier sowas wie so eine Initialzündung gibt für die Gastgeber und sie hier mal wieder einen Dreier einfahren können. Das ist Schucher, Torwart von St. Pauli. Und wir nutzen die Zeit und schauen uns dann auch mal die Aufstellung der Gastgeber an. Schuchert, wie gesagt, im Tor ist ja mittlerweile seit ein paar Spielen jetzt die Nummer 1 geworden. In der letzten Woche hat man es ja mit einem der Keeper aus der ersten Mannschaft probiert, der dann leider verletzt ausgewechselt werden musste. Das war auch sehr bitter für St. Pauli. Dementsprechend Schuchert jetzt wieder gesetzt. Und dann nicht zu vernachlässigen natürlich auch die Aufstellung der Gäste heute aus Bremen. Erste Offensivbemühungen hier bei den Gastgebern natürlich auch zu sehen. Dass Lennart Appe neu wieder dabei, meistens ja von Beginn an in der Startelf gegen Phoenix Lübeck, ja zuletzt nicht im Kader. Heute wieder in Innenverteidigung auch gesetzt. So, und jetzt ist da Werder. Aber Appe kann da klären, klärt auch zum Einwurf. Erste Flanke. Ja, da geht Geien zu Boden. Sah aber nach nichts weiter aus, deswegen St. Pauli jetzt wieder in Ballbesitz. Das ist Jung Park. Und jetzt werden Vorwärtsbewegung über Müller. Thank you.
Da gibt es einen Pfiff, war wohl ein Offensivfoul an Werder-Torhüter Lords. Dementsprechend Freischuss für Werder. Das ist Appe. Er ist 18 Jahre alt mit seinen 1,92 natürlich körperlich auch sehr stark. Jetzt wäre da wieder eine Vorwärtsbewegung. Das ist Schuchert, Teuter. Sein drittes Spiel heute, hat in den ersten zwei Spielen, ja, saftige 6 Gegentore bekommen. Das generell ein Problem in letzter Zeit. Defensiv ist man einfach nicht gut aufgestellt aktuell. Da kommen definitiv viel zu viele Gegentore und man hat große Probleme und kriegt das Ganze nicht so richtig stabilisiert. Ja, Max Schröder hat da mit seinem Pass Dejan Gallien den Stürmer gesucht, allerdings ohne Erfolg. Ja, das gibt den Freistoß für St. Pauli.
Oh, Schuch hat da ein bisschen Probleme. Kann den Ball da aber noch irgendwie klären. Ja, ist er sich selber nicht zufrieden mit. Ja, und dementsprechend gibt es jetzt die erste Ecke hier in diesem Spiel für Werder Bremen. Gut, 12 Minuten gespielt, eine Torchance hatten wir bisher noch nicht. Und dabei bleibt es auch erstmal. Jetzt aber wäre da eigentlich ein guter Pass da. Von Jakob Lepping. Das ist Bargfrede. Er kommt dazu falsch. Pfiff bleibt aber aus, aber Bargfrede kämpft weiter um den Ball. Der wird ja auch noch den meisten ein Begriff sein, Philipp Bargfrede, alte Werder-Legende ja quasi schon. 33 Jahre alt, spielt ja jetzt schon seit 2 Jahren für die zweite Mannschaft beim SVW. Ja, mit dem Steilpass wird der Lee gesucht. Der kann allerdings noch nicht in Szene gesetzt werden. Oh, jetzt ist da ein krasser Abspielfehler von er. Und ist das die erste Chance? Ja, das ist die erste Chance. Da haben wir nochmal die erste Chance auf Seiten von St. Pauli. Luca Günther dürfte das gewesen sein. Und jetzt gibt's die erste Ecke für die Gastgeber. Ja, auch nicht schlecht. Sind also dann doch mal erste Offensivaktionen auf Seiten der Gastgeber. Sehr wichtig, denke ich, dass sie da heute auch natürlich mutig spielen gegen Werder, weil man muss es ja einfach. Schuchrad gerät da nicht in Bedrängnis. Das ist Appel. Auf Pack.
Ja, das dürfte da abseits gewesen sein. Von Robin Müller. Das ist Schütz auf Appe, die beiden. Verteidiger. Guter Pass jetzt. Das ist Müller. Park. Ja, aber wird der Fair zu Verfall gebracht. Jetzt vielleicht mal der Konter von Werder, Bargfrede. Schön zurückgelegt. Toller Steilpass. Und die erste dicke Chance für Werder. Durch Jakob Löpping hier. Klasse gemacht. Da hat man mal gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann bei Bremen. Gut gekontert. Und schwer zu verteidigen für St. Pauli, wenn Werder da richtig Tempo aufnimmt. Lang getreten die Ecke, ja, nicht schlecht gedacht. Salifu ist da an den Ball gekommen. Dikini Salifu, eigentlich in der ersten Mannschaft unter Vertrag, der 19-Jährige, hat in dieser Saison aber auch schon 4 Spiele für die U23 gemacht. Das ist Pack. Rosenboom. Naja, Ballverlust von Werder. Jetzt kannst du nämlich St. Pauli mal schnell machen. Ja, warum nicht? Nord hat da auch seine Unsicherheiten beim Abschluss von Lee war das, glaube ich. Luis Nord, der ist 19 Jahre alt, unumstrittene Nummer 1 eigentlich bei der U23. Bisher alle Spiele gemacht in dieser Saison. Wirkte aber hier bei ein, zwei Szenen noch ein bisschen unsicher. Jetzt also der nächste Angriff von St. Pauli. Ja, Schiedsrichter sagt alles okay, kann weitergehen. Aber die Gastgeber setzen hier nach. Ab.
Das ist Klausen. Und da ist der Treffer. Da ist der Treffer für die Gastgeber. St. Pauli ist in Führung. Boah, das muss eine ganz schöne Erleichterung hier sein für den FC St. Pauli, hier jetzt auch mal zum Erfolg gekommen zu sein. Und das war tatsächlich richtig schön rausgespielt. Minute, das heißt 1:0 für unsere Mannschaft, Torschütze, meiner Meinung nach die 13, Franz Robbo. Also nun doch eben diese wichtige Führung für St. Pauli. Mitte der ersten Halbzeit. Und vielleicht gibt es ja diesen bisschen Aufwind, jetzt auch schon mal getroffen zu haben, hier nach 20 Minuten auch noch die Null stehen zu haben. Tom Berger probiert es einfach mal mit dem langen Ball. Kein Problem. Aber für Schuchatz. Falls ihr es nicht eh schon tut, ihr könnt das Spiel ja heute nicht nur auf Sporttotal verfolgen, sondern auch in unserem YouTube-Livestream. Und da natürlich auch mal ein bisschen was in den Kommentaren da lassen. Ihr könnt ja mal sagen, was glaubt ihr, klappt es heute für St. Pauli endlich mit diesem Dreier? Oder macht da Werder doch noch einen Strich durch die Rechnung? Wir freuen uns immer, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt. Bisher sieht es ja nicht allzu schlecht aus für die Gastgeber. Machen da, finde ich, einen ganz couragierten Auftritt. Wirken nicht allzu verunsichert. Haben viel den Ball, wollen noch den Ball haben. Und das Tor war dann eh schön rausgespielt. Und jetzt nochmal die Vorwärtsbewegung, ja, da ist Lee zu Fall gekommen, aber Ball bleibt weiter bei Pauli, das ist Park. Klausen. Und Schütt, neuer Versuch, neu aufziehen.
So, und jetzt guter Pasta. Und das ist das 2:0. Robin Müller legt hier nach für St. Pauli. Wahnsinn. Werder wird hier überrumpelt von echt mutig draufspielenden Gastgebern hier. Die, muss man sagen, nicht so wirken, als würden sie dort unten tief drin stehen und sich jetzt hier für eine gute Leistung belohnen, hier nachlegen und 2:0 in Führung sind. Auf das Tor von zur Führung von Franz Rogo trifft also auch Robin Müller hier zum 2:0. Ist sein sechster Saisontreffer für den 22-Jährigen. Der noch gar nicht so lange wieder dabei ist, hatte ja einen Handbruch, ist damit einige Wochen ausgefallen. Gegen Phoenix Lübeck dann wieder zurückgekehrt. Ja, und jetzt trifft er auch wieder. Also gute Vorzeichen hier bei St. Pauli. Ja, und Werder ist anzumerken, dass sie da ihre Probleme haben. Bisher kaum wirklich für Gefahr sorgen können. Haben gerade auch nicht viel den Ball. Und so deutet sich bisher hier in der ersten Halbzeit jedenfalls eine, ich sag mal, mittelgroße Überraschung an. Das ist Müller. Mit dem Ballverlust. Ja, halbe Stunde jetzt mittlerweile gespielt. Ja, Werder-Trainer Konrad Fünfstück, der hat eigentlich schon erwartet, dass es hier ein kampfbetontes Spiel wird. Aber ich glaube, er hat nicht erwartet, dass der St. Pauli so geordnet auftritt. Und vor allem auch, wie man gerade sieht, defensiv echt alles im Griff haben. Der letzte Sieg von St. Pauli liegt ja auch schon einige Zeit zurück. Das war Ende Oktober. Da hat man 1:0 gegen den Bremer SV gewonnen. Ja, und seitdem eigentlich nur Regen, wortwörtlich, für St. Pauli in den letzten vier Spielen. 11 Gegentore bekommen, zuletzt eben am Samstag mit 0:3 gegen Phoenix Lübeck verloren. Da wäre auch nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen überhaupt. Ja, wenn man sich das heute dann anguckt, dann scheint da doch auf jeden Fall eine klare Steigerung in der Formkurve zu sehen zu sein. Wird Trainer Elert Ostermann sich ja sehr gerne sehen. So, jetzt gibt es da ein bisschen Platz hier für Klausen. Der wieder auf Müller. Wieder Müller. Und da kommt der Abschluss. Gar nicht schlecht gemacht. Franz Rogo war das. Der 20-Jährige. Der einfach mal abzieht. Ja, und jetzt merkt man fast schon bei Werder, dass da ein bisschen Verunsicherung ist. Leichte Ballverluste hier, wenig Ballkontrolle auch überhaupt gerade. Sehr ungewohntes Bild. Ich
Man wollte sich ja eigentlich jetzt auf dem bisherigen Tabellenplatz 10 eher mal ein bisschen nach oben umschauen. Aber es spielen nur die Gastgeber. Das ist Klausen. Kann aber geklärt werden. Und der nächste Abschluss, meine Güte. Appe. Da hat sich, glaube ich, jetzt richtig was gelöst gerade. Gibt es jetzt ja wirklich im Minutentakt Chancen für St. Pauli. Und man traut sich anscheinend da jetzt noch einiges zu. Einwurf jetzt für die Gastgeber. Und so ist der Ball wieder bei den Herren in den braunen Trikots. Über Rogo. Und Schuchert, das wäre fast daneben gegangen, aber daraus entsteht jetzt eine Chance für St. Pauli. War aber abgepfiffen. Rogo stand da wohl im Abseits. Und wir haben hier noch 10 Minuten in der ersten Hälfte auf der Uhr. Werder jetzt lange kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt noch in den nächsten Minuten ergibt. Sonst wird es ja mit Sicherheit eine saftige Halbzeitansprache von Konrad 5 Stück geben. Das ist Günther. Dem Ballverlust und jetzt Kim. Verliert aber auch da wieder schnell den Ball. Müller. Und Tom Berger kann erklären. Das ist Appel. Nächster Angriff jetzt nach außen auf Park. Schön, wie er da den Ball behauptet, aber
Der Pass kommt dann am Ende nicht an. Bei Lee. Ja, der Pass war ein bisschen ungenauer da von Lee auf Appel. Deswegen Einwurf für Werder. Das ist Tom Berger. Auf Kim. Und jetzt vielleicht bei die Vorwärtsbewegung von Werder. Salifu ist das. Aber auch das verläuft im Sand. Also richtig dünn, was hier Bremen bisher anbietet, muss man sagen, in der ersten Hälfte. Spiel ist jetzt unterbrochen. Schiedsrichter gibt den Ball aber wieder frei. Und es kann weitergehen. Löpping ist das. Ja, und dann ist der Ball auch schnell wieder weg. Kim ist da ja, relativ stumpf in den Verteidiger reingelaufen. Ist da im Duell mit Schütt zu Fall gekommen. Aber auch wenig Spielfluss natürlich gerade. Also für St. Pauli ist das mit Sicherheit okay. Die haben ihre Chancen bisher genutzt. Die können jetzt auch mal kurz ein bisschen ruhiger angehen lassen. Gucken, dass sie einfach defensiv stabil stehen, viel den Ball haben. Aber bei Werder muss dann natürlich mehr kommen. Jetzt aber eben wieder St. Pauli. Abgepfiffen das Ganze. Das ist Berger. Auf Schröder. Salifu. Wird der Ball wieder verloren. Ja, passt so ein bisschen zum bisherigen Auftritt dieser Stolperer. Kann aber mit Sicherheit ja auch mit den Platzverhältnissen zusammenhängen. Das hatte ja auch Konrad Fünfstück, der Werder-Trainer, schon angesprochen, dass das bestimmt nicht leicht werden könnte hier beim FC St. Pauli, was den Platz angeht. Das ist Mika Clausen jetzt. Hoher Ball und das Müller! Der da aber im Abseits stand anscheinend. Aber so kann es eben gehen. Und die Ideen kommen bisher nur beim FC St. Pauli. Schröder. Das ist Dietrich.
Bargfrede. Ja, und immer wieder muss eben Werder da neu das Spiel aufbauen, sind einfach zu viele Unsicherheiten drin, vor allem eben was das Passspiel angeht, da läuft fast noch gar nichts zusammen. Und dann bringt man eben auch einem FC St. Pauli nicht in Gefahr, der hier tief unten drin steht, sondern im Gegenteil. Kann da vielleicht sogar den Gegner ein bisschen pushen. Aber jetzt wäre da immerhin mal mit ein bisschen mehr Ballbesitz in dieser Phase. Haben aber regulär auch nur noch eine Minute auf der Uhr natürlich. Das ist Bargfrede. Berger. Ja, macht er gut. Zieht er die Spieler auf sich. Aber auch da ist der Kern eben das Zuspiel. Und das klappt ja auch nicht. Deswegen keine Probleme für Walter Schuchert, der auch an sich hier nicht wirklich in Bedrängnis gekommen ist bisher. Die letzten Sekunden versucht jetzt St. Pauli entspannt runterzuspielen. Und dann ist Halbzeit. Die Regionalliga live bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Also wir gehen hier in die Kabine. In Hamburg, wo der FC St. Pauli mit 2:0 führt gegen Werder Bremen und das Ganze ja so ein bisschen vertauschte Rollen sind. Man hat hier gedacht, man sieht sehr verunsicherte Gastgeber, die wirklich hier Probleme haben, in den letzten Spielen überhaupt nicht gut reingekommen sind gegen Werder Bremen, die hier mit Sicherheit mal nach oben aufschließen wollen, aber das absolute Gegenteil war der Fall. St. Pauli hier mit einem richtig guten, richtig couragierten Auftritt haben sich ihre Chancen erspielt und sich auch belohnt, während Werder hier vor allem offensiv noch gar nicht ins Spiel kommt. Dementsprechend sind wir dann natürlich gespannt, wie es gleich weitergehen wird und melden uns dann gleich wieder mit der zweiten Halbzeit. Bis gleich.
Wir sind zurück hier aus dem Edmund-Plumberg-Stadion in Norderstedt zur zweiten Halbzeit. Gleich zwischen dem SV Werder Bremen 2 und dem FC St. Pauli 2. Die Gastgeber führen hier überraschenderweise mit 2:0. Haben hier eine überlegene, gute Leistung gezeigt, während Werder noch nicht ins Spiel reingekommen ist. Und dementsprechend sind wir natürlich sehr gespannt, was jetzt die zweite Hälfte bringt, ob Werder hier jetzt doch ins Spiel finden kann oder ob St. Pauli hier den lang ersehnten Dreier mitnimmt. St. Pauli stößt jetzt gleich an von rechts nach links in den braunen Trikots. Die Regionalliga live bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Und es geht weiter. Die zweite Hälfte läuft. Und Werder ist am Ball. Das ist Löpping. Der geht da ins 1 gegen 1 Duell und über außen. Und Berger. Aber da kommt auch schnell wieder der Ballverlust. Häufiges Bild ja in der ersten Hälfte, dass wenn Werder mal im Vorwärtsgang war, man sich da relativ schnell festgespielt hat. Da fehlten auf jeden Fall noch die zündenden Ideen. Dementsprechend viel Luft nach oben hier für die zweite Hälfte. Ja, und St. Pauli, die müssen eigentlich nur so weitermachen, wenn sie sich hier auf den Weg endlich wieder zu einem Dreier bewegen wollen. Hinten gut gestanden, auch wenn sie natürlich nicht allzu viel Gegenwind hatten. Haben aber nach vorne immer wieder Akzente gesetzt, haben auch mutig mal den Abschluss aus der zweiten Reihe probiert. Und haben sich dann eben auch zweimal durch schön rausgespielte Tore belohnt von Roggo und von Müller. Und sind so vollkommen verdient in Führung. Und was ist das denn? Da kommt Luis Lortz mal kurz in Bedrängnis. Falls ihr euch hier manchmal über die schnellen Kameraschwenks wundert, das ist kein Drehwurm, den da der Kameramann hat.
Das sind automatische Kameras. Die setzen da das Bild aus mehreren Linsen zusammen. Deswegen richten die sich dann eben danach, ob wo gerade viel los ist, beziehungsweise wo gerade der Ball ist. Und jetzt gibt es also den Abstoß für Werder, Luis Lorz. Das ist Salifu. Rosenbohm. Jetzt lässt Werder mal ein bisschen den Ball laufen, aber auch da dann wieder dieser schnelle Fehlpass von Salifu. Das darf nicht passieren, das bringt natürlich auch Unruhe rein. Wenn man das Passspiel nicht unter Kontrolle hat. Schuchert holt da seine Technik-Skills raus. Schröder auf Dietrich. So, und wenn ihr an diesem Mittwoch Nachmittag es jetzt eingeschaltet habt, können wir hier auch nochmal auf die Aufstellung eingehen, als kurzen Überblick, wie die Mannschaften hier heute auf dem Feld sind. So, 5 Minuten in Hälfte 2 eben gespielt. Noch nicht wirklich ein Trend erkennbar, dass sich das Ganze hier dreht im Spiel. Weiterhin Unsicherheiten. Ja, im ganzen Aufbauspiel schon bei Werder. Und St. Pauli lauert aber noch. Kann ja aber auch die zweite Hälfte ein bisschen entspannter angehen. Das ist Maximilian Schütz. Der schlägt da den Pass ein bisschen zu steil, dementsprechend Einwurf für die Gäste. Ja, und auch einem Philipp Bargfrede mit seinen 33 Jahren und so viel Erfahrung passiert dann mal so ein Abspielfehler. Jetzt wieder Bargfrede am Ball, kann aber locker geklärt werden. Bargfrede.
Ja, jetzt vielleicht der Konter von St. Pauli. Schön rausgespielt. Auf außen, auf Rogo, aber ja, der hat dann da Probleme, den Ball zu behaupten. Es wäre ansonsten eine gute Kontermöglichkeit hier gewesen. Endet aber jetzt in einem Einwurf für Werder. Wieder Rogo. Ja, das Abspiel von Park dazu ungenau. Und jetzt vielleicht mal so ein bisschen Platz für Werder. Aber Elas verliert er den Ball gegen Guillaume Park. Noch keine Torchance hier in den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte. In der ersten hatten wir ein paar. Vor allem aber eben von St. Pauli. Jetzt mal Salifu. Aber am Ende ist bisher immer ein Bein dazwischen von einem der Gastgeber. Kriegen das alles hier sehr gut geklärt. Da kann Trainer Elad Osama bisher durchaus zufrieden sein. Oh, jetzt aber ungenau. Gibt den Einwurf für St. Pauli. Jetzt kann es hier vielleicht mal schnell gehen über Lee. Schöner Pass. Lungwitz stand da. In der Mitte. Aber auch das führt noch zu keiner Torchance. Werder ja aktuell noch auf dem 10. Platz in dieser Regionalliga Nord. Allerdings nicht so richtig repräsentativ, weil die haben noch 3 Spiele weniger. Also sowohl nach oben als auch nach unten geht da gefühlt im Moment noch alles. Da rutscht Franz Rogo aus. Aber auch das wieder ein ungenaues Zuspiel von Salifu. Das wirkt echt schon fahrlässig, was die hier machen. Lungwitz. Jessen. Schucher denkt damit, läuft raus und kann den Ball erklären und die Ecke verhindern. Ja, und Dejan Gallien, der 20-Jährige, hat dann da Probleme mit der Ballannahme. Rosenbohm ist das. Auf Löpping. Salifu.
dem jetzt so gerade richtig wenig gelingt aktuell. Da kommt kein Pass an. Jetzt wieder Werder am Ball. Aber auch das versandet hier wieder komplett. Und es gibt den Gegenstoß von St. Pauli. Nicht. Und jetzt wieder Bremen. Salifu. Das ist Bargfrede. Uiuiui. Und der segelt dann in Richtung Zaun. Eine halbe Stunde haben wir jetzt hier noch auf der Uhr, in der hier die Gäste aus Bremen eben die Chance haben, hier vielleicht doch noch was rauszuholen aus diesem Spiel und den Gastgebern hier einen Strich durch die Rechnung zu machen, die ja endlich wieder gewinnen wollen. Zuletzt gab es das Ende Oktober für St. Pauli. Tom Berger ist am Ball. Und wird er zu Fall gebracht. Das gibt den Freistoß für Werder. Und vor allem auch die gelbe Karte. Für Robin Müller. Ist seine vierte, also noch keine Sperre zu erwarten. Und wenn es über den Spielverlauf nicht funktioniert, dann warum nicht einfach mal über den Standard? Der erste Freischuss hier für Werder Bremen. Vielleicht ja hier mal die Chance jetzt, endlich den Anschlusstreffer zu machen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Aber auch hier kann geklärt werden. Im ersten Moment Dietrich versucht da den Ball nochmal reinzubringen. Und Werder weiter am Ballbesitz. Über Löpping. Und er hat da körperlich gar keine Chance gegen Franz Rogo.
Schuchert wartet darauf, dass er hier den Abstoß ausführen kann. Wiederwechsel bei unserer Mannschaft aus dem Spiel. Unsere und es geht weiter. Dafür neues Spiel. Hat einen Wechsel gegeben bei den Gastgebern. Jessen ist dann nicht mehr im Spiel. Neu dabei ist dafür Tom Kankowski. 19 Jahre alt. Der nur selten in der Startelf ist, meistens eben erst ein bisschen später gebracht wird. Ja, und mal wieder der schnelle Ballverlust von Bremen. In dem Fall in Person von Tom Berger. Und der Gegenstoß von St. Pauli. Das ist Kankowski. Aber auch der Pass findet da keinen Abnehmer. Aber nachgesetzt. Ja, 25 Minuten noch. Ist mit Sicherheit spannend, ob hier es tatsächlich dem Abstiegskandidaten, dem FC St. Pauli, gelingt, hier noch sehr wichtige 3 Punkte mitzunehmen. Wenn euch der Stream gefällt und ihr natürlich auch weitere Highlights, Live-Spiele und Highlights von St. Pauli und Werder hier in der Region Nord weiterverfolgen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da, dann seid ihr immer bei uns auf dem neuesten Stand. Neben allen Spielen der Region West zeigen wir nämlich eben auch jede Woche einige Spiele aus der Region Nord. Auch viele Vereine aus dem Hamburger Amateurfußball. Die können sich dann durch unser Kamerasystem ihre Spiele auch live ansehen. Da ist für jeden was dabei. Jetzt aber wieder Konzentration auf das Spielgeschehen hier und auf den FC St. Pauli und Werder Bremen, wo allerdings, und das Zwischenfazit erlaube ich mir mal bisher, bei Werder keinerlei Verbesserung in der zweiten Hälfte zu sehen war. Da geht immer noch fast nichts zusammen. Und das ist dann natürlich dankbar für eine Mannschaft wie den FC St. Pauli, die hier wirklich tief unten drin stehen, die ja auch eigentlich schon weit vom rettenden Ufer entfernt sind und dann vielleicht doch hier heute mit 3 Punkten noch einen kleinen Hoffnungsschimmer mitnehmen können. Das ist Salifu. Auch der Ball kann geklärt werden. Lennart Appert hatte seinen Fuß zwischen. Und wir schreiben auch bis dato hier in der zweiten Hälfte keine einzige Torchance auf beiden Seiten. Das muss man mit Sicherheit auch mal erwähnen. Vielleicht dann nochmal auf Seiten der Trainer zu überlegen, ob man nicht vielleicht hier doch nochmal, vor allem natürlich bei Werder, eine frische Offensivkraft bringen kann. Kim ist aber jetzt am Ball. Auf Löpping. Parkfrede, schöner Pass wieder auf Kim. Werder bleibt im Ballbesitz. Durchgelassen, das ist Rosenbohm. Aber auch der rutscht ihm da richtig über den Schlappen. Gar keine Gefahr und gar keine Flanke, die er hier überhaupt schlagen kann.
Auf Seiten der Gäste gibt es ja auch nicht den klassischen Torjäger. So ein bisschen verteilt die Tore. Kim hat 4 Treffer schon erzielt, Gallien 3. Aber noch keiner, der sich da als absoluter Knipser hervorgetan hat. Das ist jetzt Bargfrede. Und auch da wird sich wieder festgespielt. Und St. Pauli kann kontern. Über Lee. Der nimmt da Tempo auf, aber das Zuspiel dann auch auf Müller ein bisschen zu ungenau. Aber weiter im Ballbesitz für St. Pauli. Müller. Auf Lungwitz. Ja, mit der Hacke schön gemacht. Wieder Lungwitz. Und der fällt auf die Knie. Da ist sein Zuspiel ins Leere gegangen. Aber da ist eben eher sowas zu sehen wie eine Idee. In den Offensivaktionen gibt es mal längere Ballstaffetten, da geht es jetzt auch mal schnell. Und das hat eben bisher in dieser Partie absolut den Unterschied gemacht. Das ist Klausen. Und es gibt den Einwurf für Werder, schnell ausgeführt von Bargfrede. Oh, und Salifu, das ist auch wieder echt nicht gut. Aber es leitet jetzt direkt die Gegenbewegung ein. Jetzt mal richtig Platz für Werder. Allerdings ohne Erfolg. Mit Davis Asante eine neue Offensivkraft jetzt auf dem Feld mittlerweile auf Seiten von Werder. Der 19-jährige Linksaußen soll er jetzt noch ein bisschen frischen Wind einbringen, hat er zuletzt beim Sieg gegen Kiel auch sogar 70 Minuten gespielt. Und kommt da noch was vom Bremen? Das ist hier echt die große Frage. Ich glaube, mit diesem Ergebnis hat eben bisher auch noch keiner gerechnet. Wahrscheinlich sie selbst am wenigsten. Und es scheint aber bisher einer dieser Tage zu sein, an denen einfach nichts läuft. Das ist Salifu. Der geht da zu Boden. Holt den Freistoß raus. Und es gibt Gelb für Mikakdausen.
Ja, Salifu muss da wohl behandelt werden. War ein bisschen schmerzhafter, die Aktion für ihn. Für Salifu geht es erstmal nicht weiter. Geht Richtung Seitenlinie. Und bereit zum Freistoß. Steht Werder. Und das ist ein richtig gutes Ding. Da war es doch mal einfach ein bisschen Mut gefragt. Und das Ding haut Yannick Ehlers dann ans Aluminium. Und da wäre es eben fast gewesen, wäre ein richtig guter Zeitpunkt hier für den Anschlusstreffer gewesen. Schade aus Sicht von Bremen. Da wäre auch Teuter Schuchert absolut ohne Chance gewesen. Deswegen ein bisschen Glück für St. Pauli, dass sie hier weiter zu Null bleiben. Jetzt aber wieder in der Vorwärtsbewegung. Das ist Lungwitz. Passt in die Mitte. Gar nicht so schlecht das Zuspiel. Kann aber geklärt werden. Ja, Ehlers probiert es da mal außer Distanz, trifft den Ball aber eher weniger gut. Yannick Ehlers hatte gegen Kiel ja, nachdem er 7 Wochen ausgefallen ist, erstmals wieder Einsatzzeit bekommen. Mittlerweile ist ja bei Werder ein weiterer Mittelstürmer gekommen, Philipp Kühn. Ja, vor wenigen Minuten ins Spiel. 19 Jahre. Großer Kerl, 1,88. Da wird vielleicht auch nochmal versucht, irgendwie jemand zu finden, der die Bälle festmacht, der auch vielleicht nochmal so einen hohen Ball abnimmt. Der ist jetzt am Ball, Philipp Kühn. Und da ist aber wieder ein ungenauer Abschluss von Lasse Rosenbohm. Ja, Werder versucht es jetzt gefühlt ein bisschen mit der Brechstange. Ziehen da vermehrt ab.
aus der zweiten Reihe, allerdings bisher da ohne Erfolg. Die einzig richtig gefährliche Aktion war eben dieser Freistoß von Yannick Ehlers, den er da an den Pfosten gesetzt hat. Und es gibt nochmal eine Ecke für Werder. 10 Minuten hier vor Ende der Partie. Vielleicht doch nochmal die Chance hier ranzukommen. Kim tritt die Ecke. Ja, und warum nicht? Das war Rauf, der ist auch neu im Spiel bei Werder. Das ist Rosenbohm. Und da ist es noch nicht passiert. Wahnsinn. Philipp Kühn schafft es dann nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Und das war wirklich ja, eine 110-prozentige, sage ich mal. Schöne Flanke davon Lasse Rosenbohm, die kam ihm genau auf den Kopf, aber da kann er dann aus wenigen Metern dann eben doch nicht nur einnicken. Und das wär's gewesen für Werder, der Anschluss. Natürlich doppelt bitter, dass es hier eben weiterhin 0:2 steht. Gibt da gerade eine Behandlungspause auf Seiten von St. Pauli. Macht natürlich die Gäste ein bisschen ungeduldig hier. Alles wertvolle Zeit, die da von der Uhr geht. Während hier noch gut 7 Minuten übrig bleiben. Und jetzt aber nochmal die Gastgeber. Das verläuft aber im Nichts. Wenig Ballbesitz jetzt in den letzten Minuten von St. Pauli. Klar, müssen sie auch nicht. Aber es spielt sich eigentlich alles nur noch in der rechten Spielhälfte ab. Ja, und das muss natürlich nicht sein. Von Lennart Appe hier sehr ungenau. Und jetzt nochmal Werder über Ehlers. Dietrich. Nochmal Rosenbohm.
Es wird nochmal bei außen probiert. Rosenboom, nicht schlecht. Auf Elas. Richtig schön angenommen und das ist der Treffer. Das ist das 1:2 und was ein guter Treffer hier von Yannick Elas für den SV Werder Bremen. Auf einmal geht es dann doch. Richtig schöne Ballannahme hier von Yannick Elas. Und dann schließt er ab. Der Ball war, glaube ich, noch abgefälscht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann ist Schuchardt ohne Chance. Und jetzt auf einmal wird es doch nochmal spannend. Weil St. Pauli hat hier noch einige Minuten zu überstehen. Und Yannick Elas, der 19-Jährige, hat hier seine Mannschaft zurück ins Spiel gebracht. Parkfriede. Wird jetzt auch interessant zu sehen sein, wie St. Pauli das hier spielt. Ob die jetzt hier nervös werden. Elas, der geht da ziemlich unbedrängt durch. Und es gibt den Freistoß für Bremen. Und das ist eine richtig gute Position. Minwo Kim legt sich da den Ball zurecht. Da wird dann wohl eher die indirekte Variante gewählt. Kim, nee, er versucht direkt. Richtig guter Freistoß hier, knapp am Tor vorbei. Ich habe gerade noch gedacht, eigentlich wäre es auch gar nicht so schlecht, das Ding da direkt zu machen. Keine schlechte Position. Und dann probiert es hier Kim tatsächlich selber. Und das werden hier jetzt nochmal richtig ungemütliche Minuten hier für die Gastgeber, für den FC St. Pauli auf dem Weg zum so heiß ersehnten Sieg. Parkfriede. Rosenboom. Auf Elas. Das Zusammenspiel hatten wir eben schon. Und es gibt nochmal eine Ecke. Ja, und Werder ist da jetzt echt nochmal aufgewacht. Die sind jetzt deutlich besser in den letzten Minuten. Mache hier endlich mal richtig Druck. Und erspielen sich Chancen. Die Ecke kommt rein, kann aber fürs Erste geklärt werden. Elas kommt da wieder an den Ball. Elas probiert's da und Schuchrad kann den Ball da gerade so noch abwehren. Vor allem Elas jetzt echt gerade das belebende Element bei Werder. Es gab noch einen Wechsel bei unserer Mannschaft aus dem Spiel. Unsere 29 Robin Müller darf im neuen Spiel die 9 sehr hart. Und das geht jetzt alles sehr viel schneller bei den Gästen. Und die Abspiele kommen auch an. Gut, das nicht. Von Philipp Kühn.
Kühn ist dann noch am Ball. Kann da nicht ganz so viel mit anfangen. Und Kankowski klärt da. Ja, der Ball verspringt da. Luca Günther. Das wäre wichtig gewesen, da mal ein bisschen Luft zu bekommen. Und gleich ist die reguläre Spielzeit vorbei. Gibt noch einmal den Freistoß hier für die Gäste, die ja noch irgendwie den Punkt mitnehmen wollen. Kim mit dem hohen Ball und Schuchert ist aber dran, kann sich das Spielgerät sichern und jetzt sind wir gespannt, wie viel hier noch nachgespielt wird, wie viel Zeit hier tatsächlich noch bleibt. Jetzt nochmal St. Pauli. Stuhlmacher ist es da. Und da nochmal eine letzte Chance. Für Mika Clausen. Einer der wenigen von den Gastgebern hier in Hälfte 2. Die jetzt aber gerade eben diesen wichtigen Ballbesitz haben. Lord muss da rauskommen. Und jetzt vielleicht noch, vielleicht schon der letzte Angriff von Werder. Das ist Ehlers, der bleibt am Ball. Ehlers, der zieht ab. Nochmal eine Ecke. 92. Minute. Was geht hier noch bei Werder? Kim tritt die Ecke. Und da kommt nochmal ein Abschluss von Abdul rauf. Aber der war ganz schön ungenau. Und jetzt dürfte auch jeden Moment hier der erlösende Schlusspfiff kommen für den FC St. Pauli. Lord bringt den Ball da nochmal ins Spiel. Aber es muss jetzt schnell gehen. Richtig schnell. Bargfrede. Auch der Ball kann geklärt werden. Von Luca Günther. Aber Werder bleibt im Ballbesitz. Kühn. Hoher Ball. Da hat es Bargfrede nochmal im Abschluss probiert. Da ist jetzt echt ein bisschen Chaos. Und St. Pauli will den Freistoß und St. Pauli bekommt den Freistoß. Wird hier einiges nachgespielt gerade. Sind schon über 3 Minuten. Während hier nochmal gewechselt wird.
Wechsel bei unserer Mannschaft aus dem Spiel 35 waren die Lili dafür neu gespielt. Die 21 Nathaniel Kukanda. Malte Schuchat jetzt nochmal mit dem Abstoß. Jetzt nochmal der Angriff von Werder. Geblockt. Ja, Rauf kann er den Ball nicht richtig unter Kontrolle bringen. Da war wohl auch die Hand im Spiel. Nochmal der Abschluss von St. Pauli. Die warten jetzt wirklich sehnsüchtig, glaube ich, auf diesen erlösenden Pfiff. Lords auf Elas. Aber dieser leichte Ballverlust, und das ist natürlich super für St. Pauli, die jetzt hier ganz entspannt das ausspielen können. Es aber nicht tun. Serhat Imjak. Und jetzt ist Schluss. Die Regionalliga live bei Sport Total. Präsentiert von bwin. St. Pauli gewinnt hier mit 2:1 gegen den SV Werder Bremen und bewahrt sich damit ein bisschen Hoffnung, endlich wieder aufschließen zu können hier nach oben, und hat sich diesen Sieg ja über weite Strecken auch verdient, insofern, als dass man hier vor allem in der ersten Halbzeit einen richtig mutigen Auftritt hingelegt hat. Da war keine Spur von Unsicherheit zu sehen. Man hat sich viele Chancen erspielt, hat sich daneben auch belohnt durch die Tore von Rogo und Müller, während Werder ja die komplette erste Halbzeit verschlafen hat und dann eben viel zu spät ins Spiel gefunden hat. Erst eben in der 85. konnte man aufwachen durch diesen Treffer von Yannick Elas. Danach hat man dann eben mehr Druck ausgeübt. Aber das kam dann eben zum Spät, um hier was mitnehmen zu können. Und dementsprechend muss hier Werder natürlich auch aufpassen, dass man nicht noch mit den verbleibenden Spielen hier noch weiter unten reinrutscht. Man bleibt also bisher im Tabellenmittelfeld. Und damit verabschieden wir uns dann auch schon bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und damit verabschiede ich mich hier und sage bis bald.